Also ich werde über Klimaextreme sprechen und ich werde Ihnen zeigen, warum ein halbes Grad viel ausmacht. Das klingt nicht nach sehr viel eigentlich, aber ich nehme immer als Bild eigentlich, wenn man Fieber hat, macht natürlich ein halbes Grad oder ein Grad sehr viel. Also wenn man zwischen vielleicht 39,5 und 40 Grad ist, dann macht es natürlich sehr viel aus. Deshalb kann man schon mal nachdenken, dass es viel ausmachen kann. Wie Herr Susanka gesagt hat, natürlich ist das Thema Klima jetzt überall vertreten und sogar beim WEF, also es gab das WEF vor 2 Wochen in der Schweiz, in Davos, und dort wurde eigentlich sehr viel über Klima gesprochen. Zum Beispiel der Dame Magazine hat diesen Titel gehabt, wie Davos eigentlich eine Klimakonferenz geworden ist, was vielleicht ein bisschen komisch klingen mag. Aber es gibt trotzdem einen Grund, warum so viel über Klima dort gesprochen worden ist. Und eigentlich sogar bei dem WEF wurde jetzt erkannt, dass wir eine Notfallsituation haben, dass wir haben eigentlich eine Klimakrise. Sie veröffentlichen jedes Jahr ein globales Klimabericht. Ein globales Bericht über einen Bericht über globale Risiken. Und dort werden eigentlich alle Risiken aufgezeichnet, die eigentlich wichtig sind für die Gesellschaft. Vor 10 Jahren wurde vor allem über die Wirtschaft berichtet. Aber zum Beispiel letztes Jahr wurde erkannt, dass die Umweltrisiken ganz vorne stehen. Hier sehen Sie die verschiedenen Risiken. Ihre Wahrscheinlichkeit nimmt zu hier und die Auswirkung nimmt, also ich bin, meine Muttersprache ist Französisch, also ich muss auf Deutsch ein bisschen mich Mühe geben. Die Auswirkungen nehmen zu, wenn wir hier schauen. Und da sehen wir eigentlich die Klimarisiken, die am höchsten sind, also die eigentlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben und auch eine große Auswirkung sind eben der Scheitern der Klimaaktion. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, eigentlich die Klimakrise zu stoppen oder auch Wetterextreme. Vielleicht als Vergleich kann man hier sehen, wir haben hier Massenvernichtungswaffen. Natürlich, das ist, weiß man auch, die sind mit großen Risiken verbunden, aber ihre Wahrscheinlichkeit wird als klein evaluiert. Jetzt komme ich zu diesem Bericht, das wurde auch erwähnt. Es ist ein Bericht, der 2018 veröffentlicht wurde. Es ist ein Bericht von Weltklimarat zur globalen Erwärmung von 1,5 Grad. Das war ein ganz spezieller Bericht innerhalb vom Weltklimarat, weil normalerweise haben wir größere Berichte über mehrere Themen. Hier ging es wirklich um diese Frage von 1,5 Grad. Und der Grund dafür war eigentlich der Paris-Abkommen, wie Sie wissen. Dort wurde eigentlich entschieden, die globale Erwärmung deutlich unterhalb von 2 Grad zu begrenzen und wenn möglich auf 1,5 Grad. Jetzt eine Frage, also wir hatten mehrere Fragen in diesem Bericht, aber die erste Frage war, wie überhaupt sieht das Klima aus, wenn es 1,5 Grad im Durchschnitt ist? Und die zweite Frage ist natürlich, wie viel macht es aus, wenn wir es schaffen, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen gegenüber 2 Grad? Und natürlich haben sich eigentlich mittlerweile fast alle Länder dazu entschieden. Und auch wenn die USA sagen, sie wollen aus dem Paris-Abkommen austreten, es hat noch nicht stattgefunden. Jetzt werde ich ein paar die Hauptergebnisse vom Bericht zusammenfassen. Der erste Punkt ist, dass wir bereits 1 Grad Erwärmung haben. Das heißt, wir sind nicht sehr weit von 1,5 Grad. Da sehen Sie eigentlich die Entwicklung der globalen mittleren Temperatur. Und da sieht man ganz klar natürlich über den ganzen 20. Jahrhundert hat die Temperatur zugenommen und normal in den letzten Jahren. Und die höchsten Temperaturen haben wir in den letzten 4 Jahren gehabt. Und 2019 war das zweitwärmste Jahr. Das heißt, wir sehen hier, dass wir sehr warme Jahre gehabt haben. Was natürlich auch passiert ist, und das ist auch ein Grund, denke ich, warum die Leute jetzt sich auch mehr Sorgen machen, ist, dass wir mehr und mehr sehen, was die Auswirkungen vom Klimawandel sein können, wenn wir wirklich auf höhere Temperatur kommen. Gerade in den letzten 2 Jahren hatten wir eine Häufigkeit von sehr starken Extremen, zum Beispiel zwischen, also in 2018 in Deutschland natürlich gab es eine starke Hitzewelle und auch Trockenheit, aber eigentlich gleichzeitig hatten wir auch Hitzewellen in Japan
und in Kanada. Und das war eigentlich sehr außerordentlich, dass es gleichzeitig alle über die ganze Nordhemisphäre eigentlich solche Hitzewellen gegeben hat. In Frankreich hat es dieses Jahr zum ersten Mal gab es 46 Grad. In Bahamas gab es einen sehr starken tropischen Wirbelsturm, Dorian, der mit viel Niederschlag verbunden war. Und letztendlich natürlich haben natürlich alle noch im Kopf die Bilder von Australien, die apokalyptisch ausgesehen haben. Jetzt alle diese Ereignisse natürlich hatte eine Zufallkomponente dabei, aber eine Komponente, die war auch klar, der Menschen verursachten Klimawandel. Das heißt, einige davon sogar hätten fast nie auftreten können ohne den Einfluss von Menschen. Zum Beispiel dieses gleichzeitige Auftreten von Hitzewellen über die ganze Nordhemisphäre, da sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit davon ohne den Menscheneinfluss wäre etwa 1%, nicht mehr. Jetzt, wie wissen wir, dass diese Änderung der globalen Erwärmung mit dem CO2-Ausstoß zusammenhängt? Das wissen wir schon lange, und auch wie diese zusammen aussieht, sieht man eigentlich hier. Das ist aus einem Bericht von 2013, auch vom Weltklimarat. Und da sehen Sie die globale Erwärmung und hier die kumulierte CO2-Emissionen, also wie viel CO2 wir insgesamt emittiert haben seit der vorindustriellen Zeit. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre, mehrere hundert Jahre bis mehrere tausend Jahre. Das Problem ist, wenn wir jetzt entscheiden würden, nicht mehr CO2 zu emittieren, würden wir eigentlich, würde das Problem eigentlich nicht verschwinden, weil das CO2, das wir schon emittiert haben, bleibt dort, oder? Und das heißt, was wichtig ist, ist nicht genau, was wir jetzt machen, ist wichtig, aber was wir auch in der Vergangenheit gemacht haben, ist sehr wichtig. Wir haben 1 Grad Erwärmung, das ist eigentlich verbunden mit dem CO2, das wir bisher emittiert haben. Und das heißt, das Budget, das wir noch zur Verfügung haben, bevor wir auf 1,5 Grad kommen, ist sehr klein. Also es gibt momentan keinen Rückgang, wie gesagt. Also wenn wir plötzlich sehen würden, dass wir nicht mögen, wie das Klima aussieht, dann wäre es eigentlich zu spät. Wir brauchen natürlich einen Paradigmenwechsel, weil wenn wir jetzt weitermachen, würden wir ziemlich bald 1,5 Grad erreichen, etwa zwischen 2030 bis 2050. Unser Paradigmenwechsel ist eigentlich, statt auf diese Gerade zu kommen, jetzt wirklich diese Kurve zu knicken. Wie sieht eine Welt mit 1,5 Grad aus? Das sind auch Analysen vom Weltklimaratbericht. Und vielleicht eine erste Frage wäre, heißt das dann, dass es überall immer dann 1,5 Grad Anomalien gibt? Und die Antwort dazu ist nein. Und das ist auch sehr wichtig. Also eben wiederum, wenn wir von 1,5 Grad sprechen, das ist die mittlere globale Temperatur. An vielen Orten kann es viel wärmer sein, auch im Durchschnitt. Das ist zum Beispiel die Temperaturanomalie der heißesten Tage, wenn es im Durchschnitt 1,5 Grad ist. Und da sehen Sie, in mehreren Gebieten haben wir zwischen 2 und 3 Grad Erwärmung. Also es kann lokal viel wärmer sein. Und das ist dann bei den heißesten Tagen, bei den kältesten Nächten ist es sogar noch viel mehr. Also Sie sehen zum Beispiel hier in der Arktis ist es 3-mal wärmer. Also das heißt, wenn wir 1,5 Grad Erwärmung im Durchschnitt haben wir in der Arktis bis zu 4,5 Grad Erwärmung im Durchschnitt an gewissen Tagen. Das ist natürlich sehr wichtig für den Schmelzen vom Eis. Das heißt, lokal kann sich die Temperatur viel mehr, zunehmen, also bei einem Faktor von 2 bis 3, und natürlich auch in Deutschland und Zentraleuropa. Das sehen wir natürlich ganz klar hier. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad? Macht das wirklich einen Unterschied? Und das war eine sehr wichtige Erkenntnis, vom Bericht, dass es wirklich etwas ausmacht. Wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können, können wir vieles vermeiden. Wir hätten bei 2 Grad eine weitere Zunahme der Hitzeextreme in den meisten bewohnten Regionen der Welt. Wir hätten auch heftigere Niederschläge in mehreren Regionen, mehr Trockenheitsrisiko in einigen Regionen und irreversible Schäden. Ich glaube, das ist besonders wichtig. Also wir werden irreversible Schäden dann verursachen, da kann man nicht zurückkommen. Zum Beispiel Zunahme von Meeresspiegel, Aussterben von Tier- und Pflanzenarten oder unter anderem auch Korallenriffe.
Das zeigt eigentlich die Risiken für verschiedene Systeme. Was hier gezeigt ist, ist eigentlich, wie groß das Risiko ist für verschiedene Temperaturerwärmungen. Wenn wir die Korallenriffe nehmen und wir sind jetzt auf 1 Grad, da sehen Sie, also mit Weiß zeigt es eigentlich, wenn das ist noch kein Risiko, das man bestimmen kann. Gelb heißt moderates Risiko, rot ist hohes Risiko und violett ist sehr hohes Risiko. Das heißt, wenn wir beginnen, eigentlich irreversible Schäden zu haben. Bei Korallenriffen kann man sehen, es ist schon fast zu spät, oder? Also wir sind mit 1 Grad schon in dem Bereich, wo wir hohes Risiko haben. Und mit 1,5 Grad wären wir in diesem sehr hohen Risikobereich. Das heißt, da haben wir schon bereits Aussterben und mit 1,5 Grad hätten wir auch noch viel größeres Aussterben. Eine der Regionen, wo wir sehr viele Auswirkungen haben, ist zum Beispiel in der Arktis, wo, wie gesagt, die Temperatur sehr stark zunimmt wegen Rückkopplungen mit dem Schnee. Hier hat man bei 1,5 Grad hohes Risiko und oberhalb davon, etwa 2 Grad, kommen wir auf sehr hohes Risiko. Also wie können wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen? Natürlich, wir sehen, es lohnt sich, das zu machen, aber können wir es noch schaffen? Ist es überhaupt möglich? Das war eine andere Frage, die wir in dem Bericht beantworten mussten. Sie sehen hier eigentlich Trajektoren, die wir folgen könnten, wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Das sind diese Trajektoren in blau. Hier haben wir die CO2-Emissionen. Da sehen wir eigentlich, dass wir im Moment 40 Milliarden Tonnen pro Jahr emittieren. Und natürlich ist das, das wurde auch im Bericht gesagt, wir brauchen wirklich, wie vorher gesagt, einen Paradigmenwechsel, weil wir brauchen sofort eine rasche Abnahme der CO2-Emissionen. Und was sehr wichtig ist, und das ist sowieso für jede Stabilisation der Erwärmung nötig, wir brauchen dann auf netto null CO2 zu kommen. Für 1,5 Grad ist es zwischen 2040 und 2050. Das heißt, bis dann müssen wir dann kein CO2 mehr ausstoßen. Dazwischen müssen wir in 2030 auf etwa 50% der Emissionen kommen von 2010. Was auch wichtig ist, ist, dass wir CO2 aus der Atmosphäre entnehmen müssen, mindestens ein bisschen, weil es ist sozusagen schon zu spät. Also diese Szenarien zählen darauf, dass wir nach dieser Netto-Null CO2 eigentlich es noch schaffen, ein bisschen CO2 aus der Atmosphäre wegzunehmen, zum Beispiel durch Aufforstung oder mit CO2-Aufnahme und Speicherung. Im Moment sind wir klar nicht auf diesem Pfad. Die Länderziele würden uns auf etwa 3 Grad bringen. Was sind die Quellen von, CO2-Emissionen? In Deutschland ist es wichtig zu sagen, eine sehr große Quelle sind Kohle, dann Erdöl und auch Gas, Zement und Landnutzung. Hier habe ich die Zahlen für Deutschland gezeigt. Wir sehen eigentlich die CO2-Emissionen pro Person in jedem Land. Deutschland ist vielleicht nicht das schlimmste Land, aber trotzdem, die Emissionen sind relativ hoch. Wir haben etwa 9 Tonnen CO2 pro Person. Im Weltmittel haben wir eigentlich 4,8 Tonnen CO2 pro Person. Also Deutschland ist eigentlich überall über diese Mittelemissionen. Und unter diesen 9 Tonnen CO2 pro Person sind eigentlich 3,5 Tonnen aus Kohle. Also das ist wirklich wichtig zu betrachten. Ich komme eigentlich zu meiner letzten Zusammenfassung, dass es mit der Zeit noch geht. Ja. Also wann sollen wir aufhören? Ich möchte hier eine Analogie bringen, weil ich habe mich überlegt, wie können wir das kommunizieren? Dass wir sind auf diesem Fall, wir gehen immer weiter, es hört nicht auf. Wann sollen wir aufhören? Und es ist aber auch diese Frage, die uns immer gestellt ist, was ist die Grenze? Wann ist es 1,5, ist es 2 Grad? Und ich bin mit diesem Bild, also habe ich dieses Bild dann als Idee gehabt. Wir können sagen, wenn wir mehr CO2, wir sind auf einer Plattform, wenn wir mehr CO2 emittieren, dann sind wir immer höher, oder? Und im Moment sind wir auf etwa 1 Meter
Also es gibt Probleme, sagen wir, jemand kann runterfallen, kann sich vielleicht ein Problem am Knie bekommen. Mit 1,5 Meter, dann vielleicht würde man sich den Bein brechen. Das klingt nicht so schlimm, aber zum Beispiel, wenn man ein Baby hätte, dieses Baby könnte sterben, wenn er runterfällt. 2 Meter hat man mehrere Verletzungen, vielleicht einige davon wären irreversibel. Oder? 3 Meter könnte man vielleicht schwerwiegende und irreversible Verletzungen haben und 4 Meter vielleicht tot. Und dann ist das, ich meine, einige Leute werden sagen, okay, ich möchte nur den Tod vermeiden und dann ist es okay. Aber am Ende ist das Problem, ist, wir tun uns und anderen eigentlich ins Gefahr. Wir haben immer mehr Gefahr. Und grundsätzlich müssen wir jetzt stoppen, weil wir eigentlich schaffen Gefahr für uns alle. Ich komme zu dem Schlusswort. Jede halbe Grad Erwärmung zählt, jede Entscheidung zählt. Eine globale Erwärmung von mehr als 1,5 Grad führt zu irreversiblen Schäden bei Ökosystemen, Korallenriffen, Meeresspiegel, Schmelzen von Gletschern und in der Arktis und Antarktis. Und eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad braucht tiefgreifende Änderungen unserer globalen Gesellschaft. Es ist nicht einfach, aber rein physikalisch noch möglich. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Die bisherigen Emissionen allein zwingen uns nicht auf eine 1,5 Grad Welt. Aber vielleicht wichtig zu sagen ist, dass wir nicht auf dem richtigen Pfad sind. Danke.